Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus, ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV-Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer, bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Lohmer. Verleihung des Siegburger Energieeffizienzpreises. Ende Januar wurde erstmals der Siegburger Energieeffizienzpreis im Rathaus verliehen. Der Stadtrat hatte sich dazu entschieden, die Bürger zu würdigen, die sich für eine Verbesserung des Energieertrags einsetzen. Bauherren haben in Zusammenarbeit mit Unternehmern unterschiedliche Projekte durchgeführt. Die Projekte tragen zur nachhaltigen Entwicklung der regenerativen Energien und Ressourcenschonung bei. Bürgermeister Franz Huhn zeichnete drei Preisträger aus. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wurde auf alle drei Bewerber so verteilt, dass der dritte 1.000 und die zwei ersten Plätze jeweils 2.000 Euro bekamen. Die Projekte stellen vorbildliche energetische Modernisierungen dar, welche in Baumaßnahmen durchgeführt wurden. Maßnahmen wie Dämmungen, Sanierungen und das Einsetzen von Solaranlagen und Wärmepumpen wurde vorgenommen, um Energie zu sparen. Bürgermeister Franz Huhn ist von den vorbildlichen Maßnahmen der Preisträger überzeugt. Bei uns in Siegburg ist seit Jahren die Umwelt ein ganz wichtiges Thema, das auf der Agenda ganz oben steht. Und nun haben wir im letzten Jahr ausgeschrieben einen Energieeffizienzpreis und heute drei Preisträger, die das vorbildlich in den unterschiedlichsten Bereichen im Modernisierungsbereich gemacht haben. Und die drei Projekte zeigen deutlich, dass es möglich ist, Energie einzusparen in erheblichem Umfang, wenn man sich mit den modernen Techniken auseinandersetzt. Und bei dem Preis kam es darauf an, dass Architekten und Privatleute zusammen Ideen entwickeln, also nicht einer alleine, sondern im Verbund, um darauf aufmerksam zu machen, dass sowas möglich ist, sowas gewünscht ist und sowas auch zu enormen Erfolgen führt, wenn es um den eigenen Energieaufwand, den Energieaufwand des eigenen Hauses geht. Die Projekte wurden kreativ gestaltet, sodass außergewöhnliche Ideen aus der Zusammenarbeit von Auftraggeber und Auftragnehmer entstanden. Astrid Fuchs erzählt etwas zu ihrem Projekt, welches sie zusammen mit dem Architekten Ralf Hillmann realisiert hat. Wir haben in 2008 ein Haus aus den 70er Jahren gekauft und uns natürlich dann überlegt, was wollen wir da energetisch optimieren. Klar war, die Ölheizung muss raus, klar war auch, die Fenster sind sanierungsbedürftig und so haben wir uns dann mit unserem Architekten Herrn Hillmann aus Bonn zusammengesetzt und überlegt, was die höchste Energieeffizienz letztendlich bringen könnte. Und das war eine Zusammenstellung gleich mehrerer Maßnahmen, die wir umgesetzt haben. Und heute haben wir eine Energieersparnis von rund 58%, über die wir uns natürlich sehr freuen, denn die Vorbesitzerin hatte mit der Ölheizung natürlich weit höhere Kosten und mit den Maßnahmen, die sie bisher nicht umgesetzt hatte. Neben dem Scheck bekamen alle Preisträger eine Urkunde.